So, da bin ich wieder zurück und weil ich am Ende der letzten Aufnahme so oft Aufnahme gesagt habe, wollte ich jetzt nochmal Aufnahme sagen, damit ich nochmal Aufnahme gesagt habe. So, man hat irgendwie die Fahrzeuge nicht gehört. Das finde ich auch super. Das finde ich richtig gut. Was gibt es denn hier in seinem Gepäck? Ach so, ja, Erfahrungspunkte. Super, weil die dreckigen Socken da drin sind. Da gibt es direkt mal einen kleinen EP-Boost. Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen, was? Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val Royeaux war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Marjolaine hat diese Mission seit Monaten geplant. Sie hat dafür sogar ein paar Aufträge abgelehnt. Das hat uns ausgehungert und ein wenig blind werden lassen. Aber bestimmt nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Aber was? Naja, ich würde einfach mein Geld nehmen und wieder nach Orlais abhauen. Ich habe da eine Kleine, die ganz heiß darauf ist, ihren adeligen Gatten für mich zu verlassen. Wir haben einiges veranstaltet, um den Markt entsprechend vorzubereiten. Irgendjemand wird wissen, dass wir hier waren. Marjolaine hat einflussreiche Leute in der Hand. Sie weiß, wie man mit Verrat fertig wird. Ja, vielleicht. Vielleicht was? Hä? Vielleicht mache ich mir ja zu viele Gedanken. Diese Papiere waren nicht Teil des vereinbarten Auftrags. Sie stellen ein besonderes Risiko dar. Dann solltest du sie wissen lassen, dass du dir auch Sorgen machst. Ob sie davon weiß und ob es sie interessiert, sind zwei verschiedene Dinge. Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Naja. Herr Zoll, das hatte ich doch schon. Ja, vielleicht. So. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. So, damit habe ich mit Sketch und mit Tuck geredet. Sketch, der kommt auch nochmal in dem Hauptspiel vor. Also er wird erwähnt. Deine Sorge war also berechtigt. Sagen wir es mal so. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals in Frage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Oh, jetzt wird's böse. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere... Wenn das olesianische Militärsiegel sind... Ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen? Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Ach, geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Ich werde eifersüchtig, darum, das ist alles Gefahr und hier. Na? Das war allein deine Sache und ich akzeptiere es. Aber das hier ist etwas anderes. Ich kannte Leute, die die Grenze zum Verrat überschritten haben und ich vermisse jeden einzelnen von ihnen. Wenn du entschlossen bist, es rückgängig zu machen, werde ich meine Pläne ändern. Du weißt aber, dass das immer seinen Preis hat. Ja. Hier. Du weißt, dass es das Richtige ist. Wie du meinst. Ich werde eine Weile brauchen. Ja, nimm dir Zeit. Kein Problem. So, damit haben wir hier mit allen geredet. Da kann ich direkt... Achso, da steht... Ach Mensch. Bist du bereit? Ging ja schnell. Das wird kein Kinderspiel. Ich weiß. Wir gehen zurück, sobald es wieder dunkel ist. Sie werden nicht mit einem zweiten Einbruch in so kurzer Zeit rechnen. Wir könnten behaupten, wir seien von Anfang an hier gewesen, um die Papiere zu stehlen. Für Orlais. Ich habe nicht vor, in eine Lage zu kommen, in der ich überhaupt jemandem etwas erzählen muss. Wollen wir gehen? Jo, lass uns gehen. Ist aber auch ein guter Plan, dass man niemandem was erzählen muss. Ich werde ruhiger schlafen, wenn das alles hinter uns liegt. Könnte man drauf aufbauen. Alles wird gut. Ich verspreche es.
Irgendwie hat die so einen komischen Unterton gehabt. Du hattest recht, ich glaub, der Weg war frei. Nicht. Vielleicht haben wir ja schon alles gestohlen, was es wert war, bewacht zu werden. Da wären wir. Lass uns deine kostbaren Papiere holen und dann von hier verschwinden. Na toll. Vielleicht hättest du ja etwas schwungvoller über die Mauer klettern sollen. Ich lenke so viele ab, wie ich kann. Lauf! Ah, die verpisst sich schon wieder verschwunden. Oh, da ist eine Wand. Wir nehmen wohl den anderen Weg. Muss ich lang? Ich weiß das gar nicht. Okay. Moment. Muss ich da lang? Ja, doch. Hier lang. Die Waffen, sie greifen uns an! Ach, haltet eure Schnauze, ihr kleinen Pissnäcken. Ihr Bums, die Waldfee hier. Einfach drauf, dann ist gut. Okay. Das war, ja, das ging jetzt rucki zucki hier. Wir sollten das Plündern vielleicht erstmal. Na, was plündern lassen? Verschieben. Ja, du kannst ja schon mal nach Hause gehen. Ich nehme mit, was ich kriegen Wenn kann. Wenn du unbedingt nach Wertsachen suchen willst, solltest du dich beeilen. Ja, mach ich doch. Mecker nicht so viel. Ich nehme mit, was es hier mitzunehmen gibt. Verstehst du das? Die hat Angst, die zittert ja richtig. Wird erledigt. Ach, warum kann ich hier nicht öffnen? Das ist doch blöd. Nee, gibt's nix. Was ist hier? Was ist das denn? Die armen Dinger. Eine Nack wäre selbst für einen Mabari eine gewaltige Mahlzeit. Ich habe keine Ahnung, was für Bestien sie hier halten. Und ich will es auch nicht wissen. Aber da sind sie tot. Ich bin gefriest. So, jetzt aber hier. Ab auf den auf die Zauberin hier, die blöde Kuh. Die hat mich verhext. Eine kleine Bibi Blocksberg. So, jetzt kommt the next one. Jawohl, schön die Halsschlagader wegfetzen hier. So muss das sein. Tschüss. So. Na, was hast du denn dabei? Ein Diamant. Oh, ein Diamant ist doch was Schönes. Wieso wissen die Bescheid? Und wo kommen die alle her? Ja. Einfach in Bewegung. Wird erledigt. Kann ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, woher. Die kommen irgendwo her. Ach, hier sind auch noch welche. Leck mich da am Arsch. Ganz schön viele Frauen hier bei der Wache. Zack, 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 zack. Wer hat genug? Ja, scheißegal. Alle sterben. Alle müssen sterben. Ja, toll. Ich wollte ihm auch noch mal einen Kick geben, ey. Denn sowas hier. Ja, renn weg. Schlampe. So, was hier? Wo geht's hier? Hier ist eine Tür. Toll. Nee, ich will hier aber nicht raus. Nee, da komme ich bestimmt hoch. Da will ich jetzt noch gar nicht hin. Erstmal hier noch alles abchecken. Untergang des Magiers. Keine Ahnung, was dieser Trank bewirkt. Habe ich jetzt aber auch keine Lust nachzugucken. Och, Mensch. Hier so. Ach, guck mal, da gibt es sogar was, was ich hier nehmen kann. Ja, nehmen wir alles mit. Und dann sind wir draußen. Dann sind wir raus hier aus der ganzen Geschichte, ja. Man muss auch mal wissen, wann Schluss ist. Die stehen da alle irgendwie da, als ob die kacken müssen. Mhm. Hauptsache, da geht nicht in die Hose. Wäre ärgerlich. Eigentlich müssen hier draußen noch mehr Wachen sein. Wir müssen Marjolaine finden. Kommt schon. Marjolaine. Ja, die finden wir da schon. Da ist sie.
Oh, sie konnte entkommen. Schnell, sie steht aber da so einfach. Warum läuft sie nicht? Marjolaine, ich habe bekämpft, wen ich konnte, aber es muss noch mehr geben. Ist schon gut. Wir könnten Ihnen von den Papieren erzählen. Olle wird sich für uns einsetzen. Sch, meine Schöne. Es tut mir leid, dass ich uns hierher zurückgebracht habe, Marjolaine. Das muss es nicht. Du warst perfekt. Na, so etwas. Die kleine Hure hat uns verraten. Eine orlesianische Spionin, die verrätische Geheimdokumente stehlen wollte. Ihr werdet mir einiges einbringen. Ärger werde ich dir einbringen. Harwin. Nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Ja, der Blick sagt alles. Einmal hier so. Komm mal her. So. Jetzt während des Ladebalkens rapet er die erstmal hart. Ja, war eine schnelle Geschichte. Ein Quickie. Okay, das Bild sieht jetzt ein bisschen sehr komisch aus. Es ist schlimmer, als sie sterben zu sehen, nicht wahr? Ausgerechnet von ihr verraten zu werden. Hat sie halt ihre Regel, mein Gott. Wer? Eine Freundin. Ich kann euch helfen. Aber ihr müsst entschlossen sein. Ich hoffe, das ist kein Trick. Noch mehr verkrafte ich nicht. Ihr tragt Narben. Innerlich ebenso wie äußerlich. Marjolaine versteht es genau dann zuzuschlagen, wenn man am Verwundbarsten ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin also noch nicht einmal die Erste. Ihr habt mehr als genug Feinde, Mädchen. Warum macht ihr es euch selbst so schwer? Andere brauchen euch, selbst wenn ihr am Boden seid. Und daraus erwächst eine Kraft, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich muss gehen. Ihr schafft das. Woher wisst ihr davon? Woher wisst ihr von mir? Hallo? Ist er wohl ich weg? Ich will das nicht tun. Ich sollte das nicht tun müssen. Ja, musst du aber. Ich weiß aber auch nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Achso, es geht ja hier so. Achso, das stimmt. Das andere war ja der Schlüssel vor die Zelle. So. Wo muss ich denn lang? Kann ich hier rein? Ja, okay, da muss ich sogar rein. Aber ich will auch eigentlich die anderen Räume hier abgehen. Achso, das war meine Zelle. Okay, hier kann ich sowieso noch nicht so rein. Alles klar. Ja, das Inventar kenne ich doch schon. So. Sketch. Liliana, Vorsicht. Ja, da warnst du mich jetzt aber mal hier und leck mich am Arsch früh. Ja, gleich. Was ja gleich? Manchmal labern die einen Scheiß, der passt gar nicht. So, egal. Weggeschneckt. Ich bin euch wirklich dankbar, Mädchen. Die kleinen Schweine. Solltet ihr jemals. Achtung! Nein, nicht noch mehr. Ja, jetzt sind sie schon da, jetzt brauchst du nicht weiter rumholen. Bam! So, die auch weggeschneckt. Mein Name ist Silas. Ich stehe doppelt in eurer Schuld vor. Ich bin im Level aufgestiegen! Und ich hab all meine Sachen wieder zurück. Geil. Ich bin gegen niemanden. Ich will einfach nur hier raus. Liliana? Liliana? Du hier?
So, jetzt will ich erstmal natürlich die... Oh, warte mal, zurück. Bade ist sie doch schon. Ich möchte eine Spezialisierung freischalten. Hallo. Das geht gar nicht. Das ist doof. Das finde ich nicht schön. So, was kann ich denn noch hier was machen? Na komm, ich mache mich hier noch auf Sterblichkeit. Ich bin am Ende, Sketch. Nee, du bist gerade erst am Anfang. So. Hä? Wer bist du? Ach so, du bist ja ein ganz anderer Kauz. Ja, nee, ist klar. Kriegst du mal noch das hier spielen. Jetzt kommt der Sketchy Boy. A little bit Magie. So. Nee, das ist scheiße. Du kriegst mal lieber das Feuer. Und bam. Achso, jetzt werde ich... Was machst du denn da? Hier. Sieh das. Corfwaite. Ja, dann bleibt da drauf stehen. Ist wieder auch Pupelala. So, jetzt kriegt ihr erstmal euren... Beziehungsweise, bevor die ihren Schrott kriegen, krieg ich erstmal meinen Schrott. Ja. Weil so geht das nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ist denn hier was. Achso, okay, das ist doof. Das ist ein Einhänder. Ja, toll. Nochmal so, gehen wir auf das zweite Nummer direkt den Bogen. Nee. So. Ausrüsten. Gehen wir wieder auf die 1. So, du kleiner Spasti, kriegst, wie scheint, nix. Du kriegst mal ein Schwert von mir. Was kriegst du denn? Ja, du kriegst das Teil. Ne, Moment. Nee. Du kriegst das. Nee. Moment. Lass mal kurz gucken, was hatten sie? Was ist das hier? 4 macht 4, 8. Das heißt, du gehst wieder weg. Und dafür kriegst du das. Hallo? So, geht doch. Gut, dann kriegst du auch noch eine zweite Waffe. Dann kannst du dich mal ein bisschen freuen. So, du kannst hier im formschicken Schlüpper rumlaufen. Eigentlich, aber das will ja auch niemand sehen. Deswegen zieh dich mal ganz schnell wieder an. Du, mein kleiner Freund, was kriegst du denn? Ja, du kriegst die, weil dann hast du noch ein paar Skills mehr. Dann kriegst du natürlich dein Stäbchen. Mentale Dingsbums und Bumsbums. Was denn das? Ist ein Ring? Ja. Geschicklichkeit. Moment. So, so. Da du ja eh sonst nichts hast, du kriegst jetzt noch das und Liliana kriegt da noch das hier. Dann haben wir wenigstens soweit schon mal ein paar Sachen verteilt. Weil ich mich gerade... Achso, hier, okay. Zwei Teile habe ich, supi. Nee, das war jetzt falsch, das war einmal zu viel. So, Türchen ist geöffnet, das heißt, da können wir durch. Boah, das immer ist aber diese auch, Tore. Irgendwo muss doch eine Hilfe sein. So, jetzt kommen die nächsten, die hier einfach mal weggesnackt werden, weil das doofe Spastis sind. Hallo. Ach, jetzt hör doch mal. Oh, scheiße, ich bin tot. Das ist doof. Jetzt bleib doch mal stehen, bitte. Ich muss mal, glaube ich, hier so einen kleinen Drink nehmen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was der für Skills hat, aber ist mir auch wurscht. Ach komm, geh ruf da. Moment.
Sketch, der hat noch voll mit dem Mabari zu tun. Das sind halt krasse Tiere. Die sind halt krass, die sind für einen Zauberer zu stark. Wie scheint. So, okay, der ist tot. Oh, oh nein. Tuck. Was ist passiert? Bruder. Er ist tot. Dafür werden sie büßen. Warum ist er aufgestiegen, die anderen aber nicht? Mysterious. Naja gut, jetzt kriegst du hier das Ding auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Magier hat auf jeden Fall noch irgendwelchen Crap dabei. Waffengeschirr. Alter, okay, hier gibt es auch einiges. Da muss ich natürlich auch nehmen, aber jetzt kann ich natürlich erstmal dem kleinen Spasti. Ihr fett das Schwert geben, das Schwert, dann kann er ein bisschen schwerden. Ja, nächste Tor ist auch geöffnet. Läuft ja wie am Schnürchen. Außer dass ich in die falsche Richtung laufe, aber sonst ist alles gut. Da ist ja schon wieder ein Tor. So, jetzt gehe ich aber da nicht rein. Komm mal schön her, du Nudelkopf. Komm, hau die weg. Hau die. Ach, jetzt hast du mich eingefroren, du Spaß. Du bist vielleicht ein Kackzauberer, ey. Was ist jetzt los? Achso, da hinten sind noch welche. Geronimo! So. Alle tot. Niemand sonst wird euch retten. Folgt mir, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Verabredung. Mit dem Schicksal. Schwere Rüstung, Stiefel, schwere... Ach, oh, Handschuhe und Stiefel, so. Dann habe ich ja noch was für meinen neuen Homie. Hier. So, das ist ja geil. Jetzt werden die nicht angezeigt, weil er noch so stinke Klamotten anhat. Naja, soll mir recht sein. Und das nächste Türchen ist geöffnet. Geschenke. Ich habe ein Geschenk gefunden. Wo habe ich denn ein Geschenk gefunden? Hier wird mir gar kein Geschenk angezeigt. Ich bin immer voll auf der Höhe. Ich krieg da sowas mit, wenn ich ein Geschenk und so hab. Ja? Kannst du mir noch nicht erzählen. Nehmen wir erstmal hier den Gegner. Oder auch nicht. Oh, ein doppelt gebackener Keks. Mmm, Schmackofatz. Den heben wir uns für schlechte Zeiten auf. Oh, jetzt kommt der Big Fight. Ach, leck mir doch die Nudel. Ich gehe jetzt erstmal hier zu dem Zauberer. Komm, wir knallen den, wir klatschen ihn halt erstmal richtig an die Wand. Ja, weil das geht ja mal gar nicht, dass hier so ein behinderter, verfickter Zauberer kommt. Und ich muss mal hier kurz so ein Tränkchen reinschmeißen. Zack, zack, ja, hab da den Kopf verloren. Da ist er tot, der Zauberer. So, die Chancen weg. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ja, Moment, ich muss erstmal gucken. Ich muss. Ja, ist ja gut jetzt. Ich muss erstmal gucken, ob die irgendwas dabei hatten. So. So, dann muss ich mal direkt mal was hier in den Options gucken. Genau. In der Störung. Wie mache ich denn hier schnell?
Aha, F5. Na, das ist ja super. So. F5. Schnell speichern. Gehe zum Licht. Ihr seid nun in Sicherheit. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Dorothea? Dorothea? Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte, gebt uns einen Moment. Bitte. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Nö. Natürlich. Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle... Mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Hä? Ich kam ohne Genehmigung hierher, in der Hoffnung, meine Fehler wieder gut machen zu können. Mann. Dorothea genügt also vollkommen. Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Ferraldens unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ach so. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Sie hat uns gerettet. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Aha. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Orlais weg, und zwar schnell. Die Papiere, die Marjolaine Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem orlesianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen in einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Marjolaine meine Nähe gesucht hat. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder jung. So, was nehmen wir denn hier? Ich habe versucht, es zu verhindern. Wollt ihr, dass ich zurück... Ja, komm. Ich nehme an, ihr denkt, wir hätten jetzt ein gemeinsames Ziel. In meinem Berufsstand findet man gemeinsame Ziele auf einer deutlich höheren Ebene. Aber ich denke, wir wissen beide, dass es noch unerledigte Geschäfte gibt. Meine Papiere und eure Wünsche. Ich wünsche mir überhaupt nichts. Wenn man so tief verletzt wurde wie ihr, ist das äußerst unwahrscheinlich. Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist, wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Orlais und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Okay. Jetzt bekommen wir also die Chance, uns zu rächen. Ja, das werden wir natürlich auch annehmen, aber erstmal will ich hier ein bisschen... Sketch? Ich schätze, wir haben es geschafft, was? Es tut so gut, dich zu sehen. Hä? Ach, da hinten. Ich bin so froh nach allem. Nach allem, was letzte Woche geschehen ist. Auch ich danke euch. Ich werde euch helfen, so gut ich kann.